Hallo, vor mir liegt die Metabo ST EB65 Quick. Die gibt es schon für sparsame 60 Euro und ist damit eine wirklich günstige Einsteigerstichsäge. Die Maschine hat mit ihrer Bügelbauform einen schmalen Griff, der angenehm in der Hand liegt, und mit einem Gewicht von knapp unter 2 Kilogramm und einer Gesamtlänge von nur 22 cm ist die Metabo wirklich sehr kompakt und doch robust gebaut. Sehr praktisch ist, dass alle Zubehörteile am Gerät befestigt sind und nichts verloren gehen kann, wie zum Beispiel hier der Absaugstutzen oder die Spanhaube. Die Metabo besitzt einen Feststellknopf für ermüdungsfreies, längeres Schneiden. Und das Kabel ist mit seinen 2,60 Meter ausreichend lang und macht einen stabilen und flexiblen Eindruck. Kommen wir zu der Sägeblatthalterung. Wie im Namen schon gesagt, ist es eine Quick, ein Schnellspannverschluss. Ich bewege diesen Hebel nach hinten, muss ihn halten, Sägeblatt einrasten, Hebel loslassen. Zu erwähnen ist noch, dass das Sägeblatt in der Halterung nicht hundertprozentig fest sitzt und sich ganz leicht nach vorne und nach hinten bewegen lässt. Der Auflagetisch aus Druckguss und einer Stahlplatte ist stabil und fest mit dem Gerätekörper verschraubt, was wirklich wichtig ist. Allerdings ist er etwas schmal. Dadurch liegt die Säge nicht immer sicher auf dem Werkstück. Die Stichsäge von Metabo ist wirklich klein und damit sehr handlich. Ihre Absaugleistung ist für eine Stichsäge relativ gut. Und das Tolle an ihr ist, dass man fürs Absaugen eben kein Plastikteil anbringen muss, sondern die Vorrichtung bereits fest im Gehäuse verbaut ist. Beim Sägen hat man eine super Sicht auf das Sägeblatt, was wichtig ist, und auch die Schnittlinie. Die Schutzhaube ist ebenfalls fest integriert und hat eine gute Größe und kann bei Bedarf runtergeklappt werden. Was mir nicht so gut gefällt, ist die relativ schmale Fußplatte und die hohe Bauform. Der Motor ist mit seinen 450 Watt nicht besonders stark, aber völlig ausreichend. Man hat beim Sägen eigentlich nie das Gefühl, dass der Motor nicht klarkommt mit einem harten oder auch mit einem dicken Material. Kommen wir zu unseren Schnitttests. Durch eine 18 mm Spanplatte mit Beschichtung sägt die Metabo mit Pendelhub ordentlich schnell. Dann hat sie aber auch wirklich große Ausrisse hier in der Beschichtung. Ohne Pendelhub ist das Ganze viel besser, fast keine Ausrisse und auch im Kurvenschnitt eine wunderschöne Kante. Ebenfalls sind fast alle Schnitte lotrecht in diesem doch dünnen Material. Anhand einer Multiplexplatte mit einem Birkendeckfurnier haben wir das Ausreißverhalten der Metabo ohne Pendelhub getestet. Da die Maschine gar keinen Ausreißschutz hat, gibt es natürlich dementsprechend auch große Ausrisse, wie man hier gut sehen kann. Als nächstes haben wir Buchenmassivholz geschnitten. Einmal mit und einmal ohne Pendelhub. Mit Pendelhub sägt die Metabo akzeptabel schnell, läuft zwar nicht ganz ruhig, aber es ist immer noch okay. Die Schnittkante ist hier aber leider überhaupt nicht lotrecht und ziemlich grob, wie man sieht. Beim Schnitt ohne Pendelhub war das Ganze besser. Die Schnittkante ist sauber, aber auch hier ist es nicht 100% lotrecht. Der Härtetest für Stichsägen ist ein Schnitt in Massivholz geführt an einer Schiene. Das Testergebnis ist leider schlecht. Das kann man einfach nicht anders sagen. Die Säge wollte nicht an der Schiene bleiben und die Schnittkante gerät entsprechend schief und ist alles andere als lotrecht. Ich lege hier mal eine gerade Schiene an und ihr seht den Bananenschnitt. Beim Kurvenschnitt erzielte die Metabo dafür ein akzeptables Ergebnis. Der Schnitt ist allerdings auch hier nicht durchgängig lotrecht. Vor allem in engen Kurven gibt es doch größere Abweichungen. Beim 45 Grad Winkelschnitt muss die Maschine ebenfalls federn lassen. Die Säge bleibt nicht bis zum Schluss an der Schiene. Der Schnitt wird also nicht gerade. Ich zeige euch das hier mal kurz mit der Schiene an sich. Das ist eher ein Bananenschnitt als irgendwas Gerades. Bei den Schnitten durch ein Edelstahlrohr und ein Stahlrohr kann die Metabo leider auch nicht begeistern. Das Sägen ist mühsam und funktioniert nur langsam und sehr ruckelig. Beim Sägen mit Pendelhub erreicht die Metabo eine befriedigende Geschwindigkeit. In 23 Sekunden schafft sie es durch 4 cm Buchenmassivholz und in 22 Sekunden
durch den 5,5 cm dicken Gummibaumbalken. Die meisten Aufgaben in unserem Praxistest sind ziemlich anspruchsvoll. Dass eine günstige Einsteiger-Stichsäge da nicht überall super abschneidet, ist schon zu erwarten. Für den normalen Heimwerkereinsatz ist die kompakte und robuste Maschine von Metabo für uns trotzdem eine Empfehlung. Ihre Sägeleistung ist akzeptabel, obwohl ein eher schwacher Motor verbaut ist. Damit eignet sich die Metabo gut für kleine und für schnelle Sägearbeiten. Für anspruchsvollere Aufgaben oder präzise Schnitte ist sie dagegen nicht geeignet. Aber das darf man bei dem Preis auch nicht erwarten.